Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, wir haben jetzt genau 225 Abonnenten. Sind die letzten Tage, glaube ich, zwei neue Abonnenten dazugekommen. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von eurem Robin Hood. Ja, wir haben heute den 24.01. 20.27 Uhr. Ja, und es gibt wieder eine brandneue Folge Far Cry 5. In bester Bildqualität für euch. Ja, wir sind im QHD jetzt immer unterwegs. Und da kriegt ihr dann auch die beste Grafikqualität vom Upload her. Mit 1080p wird das nicht funktionieren. Da braucht man mehr Abonnenten, um den VP09 Codec zu bekommen. Aber wenn man auf 1440 gehen kann oder auch auf 2160p, kriegt man immer den VP09 Codec. Und das bedeutet, ihr habt jetzt, ihr seht das Spiel genauso wie ich das hier zocke. Zum Vergleich könnt ihr euch ja auch mal 3-4 Videos davor angucken, die nicht so let's played wurden. Wenn ich schnell, ich zeige euch das mal. Wenn man schnell durchs Gras läuft, dann war das meistens verpixelt. Und jetzt sollte das nicht mehr der Fall sein. Und es kommen jetzt natürlich, weil ich einen 4K-Fernseher jetzt habe, alle Videos in bester Bildqualität. Na, ich bin jetzt natürlich jetzt hier, ihr seht das wahrscheinlich, die meisten haben wahrscheinlich noch keinen 4K. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich in 1080p mit 60 Bildern. Rücke vor! Oh! Kamerad ist down. Also die letzte Folge kann ich euch wärmstens empfehlen. Also wenn ich mir jetzt die Grafik hier mal anschaue, komplett in 4K, so echtes 4K, es dauert nicht mehr lange. Also vielleicht schon am 1.2., also im 1. Februar, kriege ich meinen neuen Cloud-Rechner von ShadowTech. Den habe ich schon im Oktober letzten Jahres vorbestellt. Und der hat Power, also der kann auch echtes 4K in Ultra-Grafik meistens mit über 60 Bildern darstellen. Ich zähle jetzt schon die Tage, weil ich habe ja schon so lange jetzt drauf gewartet. Ja, und den 4K-Fernseher habe ich natürlich jetzt in der Wohnung stehen. Hm. Das macht aber auch nichts. Ihr müsst das nicht in 4K schauen. 1080p. Aber ihr habt jetzt einen guten Upload. Den besten Upload-Codec. Lade ich jetzt die Videos hoch. Und dann seht ihr das auch unverpixelt, so wie ich das hier aussehen würde. In 1080p. Gut, also die letzte Folge kann ich euch sehr empfehlen. Will da nicht zu viel verraten. Zum Schluss, ziemlich zum Schluss der letzten Folge. War ziemlich lustig. Wir laufen hier nicht umsonst mit dem Bogen rum. Ja. Wir haben jetzt schon, ich zock das Spiel ja auch schon über 35 Stunden. Und das Gebiet haben wir komplett übernommen. Das Gebiet auch. Und hier oben sind wir, wie ihr seht, schon ziemlich nah dran. Aber das bedeutet nicht, dass die Story jetzt schon vorbei ist. Ich weiß nicht, wenn man das denn hier, wenn man den Macker auch ausgeschaltet hat, ob die Story denn vorbei ist. Aber ihr seht ja, wir haben hier erst 15 von 41 Aufträgen. Ja, und der letzte Auftrag kann ich euch sehr empfehlen. Sehr lustig. Hat was mit Tiere zu tun. Ja, wenn Tiere Liebe machen. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, wir sind genau hier. Hm.
Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai. Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Kim steht kurz vor der Geburt. Drück aufs Gas und bring sie zu einem Profi. Belohnung, ja. Gut. Na und ihr seht, dieser Cloud-Rechner hier, der macht auch schon in QHD, in Ultra-Grafik sind wir unterwegs. Meistens locker über 50 Bilder. Jetzt haben wir hier wieder keine... Ah, geht's lange. Aber ich freue mich schon auf den nächsten Far Cry Teil. Far Cry 6 denn. Das wird bestimmt auch richtig geil werden. So, schon sind wir da. Einen Moment. Wir wollten auch neue Waffen mal uns organisieren. Also kaufen, wenn man die, glaube ich, wenn man die einmal gekauft hat, ist sie für immer freigeschaltet. Da sind wir auch stärker im Kampf. Ach so. Nein, das ist doch noch Feuer. Ja, das brauchte ich für die letzte Folge. Ich habe normalerweise die Granaten hier. Aber wir brauchen den Molly für die letzte geile Folge. Hier, der war das. So. Oh, mit Zwischensequenz. Wo verdammt ist Nick? Oh, Gott. Oh, was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand, unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, 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 Nick Junior ist erst nächste Woche völlig auf. Au, Kim, Kim, du tust mir weh, du brichst mir die Hand ab. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon, komm schon. Aua, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Na los! Oh Gott! Das kommt vom Liebe machen, ne? Habe ich ja gerade erwähnt. Was für ein Zufall. Wenn Tiere Liebe machen, habe ich doch gesagt gehabt. Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Die haben wohl auch so viel Liebe gemacht. Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au! Au! Meine Hand! Was ist das denn? Was? Was ist was? Schweine! Was auf Schweine! Geil. Spielen, spielen. Das klingt lustig, oder? Lieber nicht. Na komm, das lenkt dich mal ein bisschen ab. Ich muss mich gerade von nichts ablenken. Au, meine Hand. Wie weit bist du gedehnt? Du weißt doch überhaupt nicht, was das bedeutet. Nach rechts. Na klar weiß ich das. Ab 10 cm kann das Baby rausschwimmen. Okay.
Vorsprung. Ey! Das war doch gar keine Brücke. Wo, hier rechts oder was? Ja. Hoffentlich schaffen wir das noch. Okay, durch die Bäume da. Pass auf, Bill. Scheiße, die Tiere habe ich vergessen. Oh Mist. Keine Sorge, dieser Truck wird mit allem fertig. Wir sind da, ne? Wunderbar. Geil. Möchtest du deine Patentochter sehen? Sie ist wunderschön. Tja, sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber danke für alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Jetzt ab nach Hause. Na? Gucken. Sonderzustellung, ja genau. Oh, das ist ein Erfolg. Bei Uplay. Ja, das war eine geile Mission. Das war einfach nur ein Auftrag. Und die sind auch in der letzten Folge. Das mit den Tieren war auch richtig geil. Also das kann man schon fast auch als Story-Mission bezeichnen. Aber wir werden uns erstmal umschauen hier. Manchmal gibt es denn hier nämlich auch noch neue Aufträge. Da gibt es erstmal neue Autos. Das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Ich lasse euch dafür jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Ah, wunderbar. Na? Nick Wright. Ich wollte eine Nachricht für den Arzt oder die Hebamme hinterlassen. Ich habe mit dem Kumpel geredet. Sepp Kuka. Er meinte, dass das CDC oder die CIA eine Pille hat, die meine Frau nehmen kann, damit unser Baby ein Junge wird. Wissen Sie was darüber? Wenn ja, könnten Sie mal zurückrufen? Ah, wer sucht, der findet. Schwangerschaftsuntersuchung, Woche 36, Patient Kimiko Wai, Gewicht 72 Kilo, Blutdruck 140/90, hoch. Größe des Fotos 28 cm, Puls des Fötus 150, Urinprobe genommen,
Gynäkologische Untersuchung. Normale Weitung des Muttermonds. Anmerkung, die Patientin fühlt sich wegen der jüngsten Aktivitäten von Eden Strait besonders belastet. Die Anspannung des Ehemanns hinsichtlich des gleichen Problems scheint sich auch auf sie auszuwirken. Zu Meditation und Atemübung geraten. Zack. Können wir sehr gut gebrauchen. Überweisung. Das könnt ihr euch wieder durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Okay. So. Das war's. Ah, jetzt haben wir... Was ist denn das für ein Tier hier? Ein Puma. Nebenmission. Zerstöre John's Trucks im Nordosten. Ja, ich würde sagen, was ist denn das hier? Arcade-Poster. Schnellreise. Das ist die Basis. Aber 100 Pro. Die Basis gehört schon uns. Hey, Kumpel. Genau das, was uns gefehlt hat. Ein Killer-Elch. Wir haben ja ein Problem mit einem Monster-Elch. Eden's Gate hat ihm irgendwas mit Drogen angetan. Jetzt dreht das Tier völlig durch. Wir haben ihn in die Ausläufer des Tals verfolgt. Wir haben einen Trupp losgeschickt, um ihn auszuschalten. Aber der ist verschollen. Er muss erledigt werden, bevor er wieder durchdreht. Aber du musst auf der Hut sein. Das ist ein Ungeheuer. Der junge Elch. Nee, der Judge-Elch. Wir kriegen wir den sogar als Begleiter, aber das kann ich mir nicht. Weiß ich nicht. Mal sehen, was wir hier noch haben. Ich kündige, okay? Seitdem ihr Peggys hier alles gekauft habt, stimmt was nicht. Ihr tut irgendwelche Scheiße in den Dünger. Also, das meine ich nicht wörtlich, sondern Chemikalien. Und diese glatzköpfigen Widerlinge mit den Blutergüssen im Gesicht. Wenn man denen in die Augen schaut, kommen sie einem irgendwie vertraut vor. Ich weiß nur, dass ich nicht warten werde, bis sie mich ins Hinterzimmer schleppen und ich verschwinde. Ich kündige lieber. Solltet ihr auch tun. Das Geld ist diese Gänsehaut nicht wert. Okay. Ha? Ja, ich weiß nicht, ob wir früher, ich habe das schon ein halbes Jahr nicht mehr gezockt, ob es nicht irgendwie so einen Kreis gab, mit so einem Kompass und das alles. Das ist irgendwie merkwürdig, dass er dann auf dem Kompass anzeigt, wo hier Sachen sind. Aber ich habe es bis jetzt nicht rausgefunden. Wir können ja nochmal was gucken. Das schon alles ausprobiert mit dem Steuerkreuz und aktiviert ist alles. Also gucken, das ist klar. Na hier, das ist ja nee, es scheint das nicht gegeben zu haben, so wie bei also ich kenne das von Far Cry eigentlich immer nur so. So, wo war denn jetzt das Poster? Jetzt habe ich mir immer noch ein. Ich wünschte, ich könnte John wieder auferstehen lassen, damit du ihn nochmal töten kannst.
Danke für die Hilfe. Die Sekte ist dabei, sich sämtliche Vorräte von der Sunrise Farm zu holen. Wir müssen sie aufhalten und die richtigen Leute mit Nahrung versorgen. So, Sunrise Farm, Sektenaußenposten. Also es gibt noch genug zu tun. Ich denke mal, da werden wir schon 50 Stunden ungefähr rausholen aus dem Spiel. So. Sehr gut, dass du uns diesen Bunker vom Hals geschafft hast. Ja. Wo ist das denn? 2 Kilometer können gar nicht so weit weg sein. Irgendwo muss hier ein gelber Punkt sein. Oder ist der nicht gelb? Einen Moment, ich muss noch mal raus. In die Richtung. Und jetzt nach die Richtung. Hier unten muss das sein. Ach, kommen wir in einen ganz neuen Bereich von der Karte. Da waren wir. Das ist ja geil. Ja, aber da bräuchten wir einen Hubschrauber oder ein Flugzeug. Aber ich will nochmal raus und wieder rein. So. Das wird sonst zu weit sein. Aber wir können schnell reisen. Wenn ich hier mal sehe. Ja, ich weiß, wo es einen Hubschrauber gibt. Hier unten. Auch ein Flugzeug. Ein Flugzeug wird auch gehen. So. Da kommen wir in den ganzen neuen Bereich von der Karte rein. So, den Judge-Elch. Ja, ich würde gerne neue Waffen haben. Kann man das hier auch machen? Ich glaube, hier geht das nicht, ne? Ne, hier tut man nur Flugzeuge. So, wo ist das Poster? Den Punkt, den wir gerade da hinten. Ich weiß nämlich nicht, was das bringt, wenn man die. Werden wir gleich wissen. Ach! Muss man hier immer ein Spiel zocken? Oder was? Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir wollen zu dem Elch. Gut. Ja, wir können auch. Hier kann man sich auch noch ein Jagdflugzeug nehmen, aber das spielt keine Rolle. Wir springen sowieso raus und müssen bloß schnell den Fallschirm benutzen. Das ist im letzten Mal wäre ich fast gestorben. Dann war der Weg umsonst. Ach so. Querruder? Ach so. Ne, das sind der linke Button und der rechte Button. Da kann man den Flieger wieder gerade machen. So. Wir werden. Wir müssen erstmal hoch. Gucken, ob er einen Strömungsabriss bekommt. Nee. So. Guten Flug. So, macht gleich Kaboom. Kaboom. Haha! Was? Ich stell mir vor, wir hätten ihn echt getroffen. Das wär's ja gewesen. Ja, Windsuit können wir. Lenkerstick. Hey! So. Ich weiß nicht, ob wir den nur töten müssen.
Weil dann können wir auch diese Waffen benutzen. Aber wir haben, glaube ich, auch noch... Na gut, so ein Elch, der kann ganz schön gefährlich werden. Wer weiß, wie groß der ist. Oh, das sind mehrere. Naja. Der ist das. Ein Moment. So. Moment, Interface. Ist das das? Nee, das ist das Interface. Gut. Haben wir noch eine Shotgun? Nee, wir haben... Ein Moment. So, das ist ja... Erhöht den Schaden von Nahkampfangriffen für eine begrenzte Zeit. Markiert automatisch alle Tiere und Gegner in Sichtweite und lässt Raubtiere fliehen. Erhöht deine Geschwindigkeit für eine begrenzte Zeitspanne. Erlittenen Schaden erheblich. So, und das wollen wir jetzt mal aktivieren, benutzen. So. So lange hält das nur. Na? Was ist das? Vorsicht, wir müssen hier weg, das brennt hier alles, Alter. Na, Junge? Ah, das ist... Jetzt ist nur noch er da. Der kommt gleich. Oh, wo bist du? Ah, ich hatte sowas schon mal mit einem Puma. Und das habe ich nie hinbekommen. Ziehe dann wieder mal eine Zigarette. Man muss dann immer in einen bestimmten Bereich rein. Ja, das mit dem Puma habe ich sehr, sehr lange probiert. Und ich habe es nicht hinbekommen gehabt. Da hinten ist er. Oh, noch mehrere. Oh, ist ja ein Puma. Nee, ein Wolf, ne? Wie bitte? Oh ja. Haben wir es geschafft. Ey. Haut des Leitwolfs. Leitwolf, ja. Der Leiter im Rudel. So, wir haben es geschafft. Das ist natürlich wunderbar. So, da ist er. So, wir sind hier im ganz anderen Gebiet hier noch. Was ist denn das hier? Stachellattich. Ja, aber wir können natürlich jetzt wieder zurückreisen. Müssen wir ja eigentlich auch. Ich weiß bloß nicht, warum er jetzt nicht mehr anzeigt, wo wir die Quest beenden. Ich meine, vielleicht ist sie jetzt schon beendet. Das kann natürlich sein. Ja. So sieht's wohl aus. Töten und dann war's das.
So, was ist denn hier los? Befreie, achso, den Außenposten. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Obwohl, man würde einen geilen Trecker bekommen. Wir müssten eigentlich noch einen Auftrag schaffen, wenn das nicht zu aufwendig ist. Aber es wird ja auch zwischengespeichert. Was ist denn hier los? Larry Parker. Nun, das passt ja. Ja, hier waren wir natürlich schon mal. Aber hier gibt es was Neues zu machen. Larry Parker? Ne, hier waren wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Was höre ich da? Wer ist da? Zeig dich! Ja, du sollst es jetzt uns anzeigen. Das macht er nicht. Wir müssen den Strom erstmal abstellen. Ach, der Bogen hat Brandpfeile. Gegrillt schmeckt so besser. Hä? Keine Muni mehr. Die haben Muni. Was soll man denn hier reparieren? Ach, die Karre hier reparieren. Erstmal ein paar neue Pfeile holen. Wollen wir nicht. Plündern wollen wir. Ah, jetzt wird es langsam wieder hell. So, muss ja irgendwo, das kann das Kabel eigentlich nicht sein. Da hinten. Nee, der ist es nicht. Ach, da ist er ja. Wollte mir welche verkaufen. Du bist wegen mir hier, stimmt's? Anne, schick dich. Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das kennen wir ja schon. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple-Top-Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Die Reise des Helden. Erreiche den Purple Top Sendemast. So, wir werden uns jetzt nochmal hier umschauen. Wo war das Gerät? Ein Moment, wir haben ein Schweißgerät. Ich habe das Spiel, wie gesagt, schon lange nicht mehr gezockt. Nee.
Ach so, einen Moment, Waffenrad. So. Jetzt haben wir es. Er hat hier alles im Blick, Alter, der Prepper. Oh. Geil. Nostalgie des goldenen Zeitalters. Manche sagen ja, wir sind jetzt im goldenen Zeitalter. Dr. Parker, hier ist Daniel McCoy von der NASA. Als erstes möchte ich anmerken, dass wir so etwas normalerweise nicht machen. Aber angesichts des bizarren Inhalts und der Frequenz Ihrer Anrufe und E-Mails melde ich mich direkt, damit Sie sich nicht mehr dauernd nach Neuigkeiten zur Lage auf dem Mars erkundigen. Seitdem Sie uns auf die Mikrowellenanomalie aufmerksam gemacht haben, konnten wir Ressourcen freimachen, um die Lage zu beobachten. Der Mars ist aber stabil und steht nicht kurz vor der Explosion. Falls sich das ändert, verspreche ich mich zu melden. Vielen Dank und schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Züge von der Pfeife konsumieren. So, was gibt's denn hier noch? War ja sehr interessant. Ah, das haben wir noch nicht benutzt gehabt. Der scheint Pizza zu mögen. Ach, das ist ja das Bild vom Mars. Na, das Spiel ist schon geil programmiert. So, jetzt haben wir einen neuen Auftrag. Lange zocken wir nicht mehr. Ich möchte heute nochmal Assassin's Creed Syndicate mal reinschauen. Ein paar Folgen aufzeichnen für euch. So, müssen wir mit ihm mit? Muss er mit uns hier? Kollege, kommst du mit? Nee, wa? Gut, dann fahren wir da hin. Ein Moment. Ja, ist in Ordnung. Ups, in die Richtung. Ah, hier fährt sich auch jeder Wagen anders. Also da haben alle Leute gesagt, ich weiß nicht, ob sie es über Far Cry 5 gesagt haben, dass die Autos sich schlecht fahren. Ich glaube, nee, das haben sie nicht gesagt. Weil das stimmt auch nicht. Also jeder Wagen fährt sich anders. Oh, sind wir gleich da. Da ist ja schon der Sendemast. Steht da dran Lust oder was? Lust. Ach, das ist eine Wollust, ne? Das ist eine Todsünde, glaube ich, ne? Alter. Dann machen wir erstmal. Ich habe das Spiel nämlich über Steam gekauft. Und dann machen wir erstmal einen Screenshot. So, und das ist ein Bär, ne? Ne, ein Wolf. Shotgun. Böse. Ich weiß nicht, ob er zwischengespeichert hat. Ein bisschen Zeit, also ein bisschen Platz auf der Platte haben wir aber noch zum Aufzeichnen. Ja. Einsatz von biologischen Waffen in Südamerika. Ja, schon. Das war wunderbar. In den drei Tagen gestorben. Anfangs behaupteten Offizielle noch, es handle sich um Washington DC, bereitet sich auf eine Evakuierung vor. Ah, geht nicht, oder was? So ist besser. Komm mal, deine Shotgun, Alter. Whoa.
müssen wir platt machen. Wir müssen nämlich da hoch. Einen Moment. Das musst du in der Realität erstmal selber schaffen. Ah, die Grafik sieht so geil aus auf dem neuen Fernseher. Da oben sind, glaube ich, drei Stück. Na? Müssen wir das mit einer Hand machen, mit der Pistole? Ah, so geht das. Deputy, hier Larry. Ich komme und gehe dir zur Hand. Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Was? Hab ein bisschen Geduld. Ich habe erst vor 20 Minuten gelernt, wie es liegt. Crashkurs von Anne. Geil. Das ist ja geil. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Den Junge. Nur die Pistole. Du schlägst dich super. Ich mag dich, Deputy. Ich meine, ich habe sicher schon 6 oder 7 andere da rausgeschickt. Keiner hat es hinbekommen und alle sind jetzt tot. Und warum? Weil sie meinen Befehlen nicht blind gefolgt sind. War klar, dass ein Kopf dafür am besten geeignet ist. Jawoll! Gut gemacht! Phase 1 beendet! Zurück ins Labor! Zu Phase 2! Geil! Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Wenn du und ich und Anne nicht zusammenarbeiten, ist Force End Geschichte! Ach, was der ganze Planet! Das ist doch mal ein Einsatz! Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff für unsere Gegner: Extraterrestrische! Und nicht die Lustigen, die dir eine Sonde in den Allerwertesten verpassen. Nein! Unsere sind egoistische Liebhaber und echte Flachwichser. So sehe ich das auch. Na, erstmal parken, sagt er. Zack. Und tschüss. Das ist ja geil gemacht, die Mission. Deswegen sage ich ja auch, also die Nebenmissionen und die Aufträge, die sind richtig geil gemacht. Also so nach dem Motto, man spielt die Story durch und dann ist fertig, weil das sonst keinen Spaß mehr bringt oder so. Doch, also ich finde diesen Teil sowieso sehr geil. Also mit einer der besten Far Cry-Teile überhaupt, würde ich sagen. Ja. Da oben ist er. Sichere das Gebiet. Ja gut, aber... Ach, wir haben noch. Wieso, da stand doch... Ne, 0 von 100. Pistole. Wir brauchen neue Munition. Den Kollegen müssen wir erstmal helfen.
Hey! Mit der Pistole geht's auch. Lass ihn ein bisschen aufpassen, bis man sich regeneriert, dauert das immer eine Zeit. Kopftreffer. Kent weiß, die macht keine halben Sachen. Die Ausrüstung in ihrem Bunker wird erstklassig sein. Das heißt, falls sie den Brand überstanden hat. Aha. So, da hinten ist noch ein Auftrag. Furzbau. Neues Prepper-Versteck entdeckt. Dank dir können wir nochmal neu anfangen. Na, siehste. So, hier werden wir uns noch umschauen. Ach, wir sind wieder bei ihm zu Hause. Aber er hat einen neuen Auftrag. Okay, Sidekick. Phasos numero dos. Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar. Kundschafter, die uns studieren und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Super! Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Kornkreis. Drogen der Außerirdischen. Geil. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Geil. Gefährliche Begegnung. Erreiche den Kornkreis. Na, viele sagen ja, das sind alles nur Menschen gewesen mit den Kornkreisen. Aber wenn man überlegt, in Deutschland ist so ein Feld nicht so groß. Das kann man nachts schon machen, so ein Kornkreis. Aber in Amerika, das kommt ja auch aus Amerika, das Spiel. Wegen Amerika hat Felder, die sind 100-mal so groß wie bei uns in Deutschland. Und wenn da so ein riesengroßer Kornkreis ist, das waren wohl doch Bekanntschaften aus dem Universum. Also ich bin da ziemlich sicher. Weil das sind so krass große, riesengroße Kornkreise, so exakt hergestellt. Naja, gut. Ich will jetzt hier nicht für euch ein Verschwörungstheoretiker sein, aber ich glaube halt daran. Ich glaube daran. So, das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich will mal sehen, wo das ist. Ach, da ist ja das Bild schon vom Kornkreis. Genau, gefährliche Begegnung. Ach, wir haben hier noch so viele Sachen. Ja, das war der Judge Puma. Das andere war der Judge Elch und den Judge Puma, das habe ich leider nicht hinbekommen. Das hatte ich ja vorhin noch erwähnt. So. Ach, genau da am Kornkreis. Krass. Dann reisen wir hier schon mal schnell hin. Und ich werde jetzt nochmal hier Assassin's Creed Syndicate nochmal schnell runterladen. Das geht auf dem Cloud-Rechner innerhalb von 5 Minuten. Und dann wollen wir da mal reinluschern. Ja, und das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Und die Folge fand ich ziemlich geil. Ach, wir haben einen Checkpoint. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Ne, jetzt zocken wir noch so weit, bis der Checkpoint weg ist.
Ich sehe ja, wenn das Let's Play abbricht unten rechts. Er verpasst denn auch nichts. Alien-Objekte. Oh. Oh. Geil, da oben der Himmel auch, ey. Da oben hoch, oder was? Das wird bestimmt geil. Krasse Sache. Jetzt muss die Frage... Moment. Ja, wie soll man jetzt da hochkommen? Normalerweise... der Vogel, ne? Von da nach da, oder wie? Da oben müssen wir hin. Aber wenn das Let's Play abbrechen würde, weil ich keinen Platz mehr auf der Platte habe, dann würde ich das Spiel beenden. So, müssen wir denn da hoch und da rankommen? Jawohl. Alter. Ist hier noch irgendwas? Ach, der guckt da mit seinem Teleskop in den Weltraum rein. Das passt ja alles richtig geil. Und das machen die denn da hinten? Ey! Schweine? Nee, Truthähne. So. Ich hoffe mal, dass wir das schaffen mit dem Runterspringen. Wo ist eigentlich das nächste? Mal sehen. Ist er wieder dahin? Na? Ach ja, da ist sein Lager. Hier sind der Adler. Oh! Wunderbar. So ging das auch immer bei Battlefield und so. Ja, er zeigt es doch nicht an, oder? Ich muss mal sehen. Wir müssen... Ja, natürlich müssen wir genau noch da. Ja, mal schauen. Die greifen an, du! Du musst aufpassen! Das darf man nicht unterschätzen. Liegen die Federn, Alter. Komm her. So, mein Lieber. Heute gibt's Truthahn. Ah, Herausforderung. Zwei Vorteilspunkte. Das ist ja geil. So, müssen wir sehen, wo wir jetzt... Genau, hinter uns. Oh. Der Adler ist immer noch sauer. Muni haben wir noch? Oh, nicht mehr viel. Ein Pfeil nur, oder was? Was ist das hier? Das ist ein Ticker. Ey! Junge! Junge! Der Dicke muss weg. Oh, jetzt fängt es an zu brennen. Ey, Digga! Hör auf! Munitionsknappheit in dieser Folge.
Oh, der Adler ist immer noch aktiv. Der kann gar nicht mehr aufhören. So. Im Suchgebiet. Da strahlt doch noch was. Ach, hier ist der Kornkreis, Serena. Ui. So. Nadel im Heuhaufen suchen. Das zeigt er jetzt nämlich leider nicht an. Denn da? Kollege? Tontrauben schießen oder was? Ja, die Frage ist jetzt. Wo das sein könnte. Ach, da hinten ist das Zeichen hier wieder. Yes. So, du hast was? Du bist eine Heldin. Angeblich wollen ein paar einheimische Pyromanen gegen den Kult kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Buswrack campen. Ist ganz nah. Ich sterb noch nicht. Ich hab noch Kultisten zu killen. Genau. So, wir sind da hinten gewesen. Von da muss es ja noch irgendwo anders hingehen. Oder es ist diese Kuh hier. Ne. Du bist die Antwort auf unsere Gebete. Ich weiß nicht, wo das ist, meine lieben Freunde. Ist das wieder mit einem Checkpoint? Ja. Wir müssen das abschließen. Ich gehe mal hier nochmal lang, aber... Ne, hier ist es nicht mehr. Suchgebiet. Objekte, ja. Vielleicht da hinten bei der Farm. Oder... Ich weiß nicht, ob das hier unter der Kuh ist und ob das verbuggt ist. Es könnte sein, dass es verbuggt ist, leider. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Vielleicht ist das auch... Eins, zwei, drei Punkte, vier insgesamt. Bei einem sind wir jetzt. Würde ich mir mal da einen Marker setzen. So könnte ich mir das erklären. Das sind vier Stück insgesamt. So, hier geht's einmal ab gleich. So, hier einmal. Hier ist auch nichts. So. Und hier. Ich hör's. Ha! Da. Hallo? Zack. Geil. Anne meint, du hättest mehr als genug Proben besorgt. Bring sie zu mir zurück. Zack, zack. Ah, der Checkpoint ist gefährliche Begegnung. Er hat Spaß, wa? Da oben. Ich glaube, wir müssen das aber noch abschließen. Glaube. Aber momentan weiß ich nicht, wo das sein soll. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist. Aber ich glaube, das ist abgeschlossen. Suchen und Rettung. Das ist es nicht. Auch nicht. Halt! Was sie dabei hatten. Nein, ich glaube,
Das sind Außenposten. Nee, das müsste abgeschlossen sein, aber das wird irgendwann noch weitergehen. Wenn wir den Macker wiederfinden. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, wo der gewesen ist. Aber eins ist klar, der Checkpoint ist weg. Ja, und so können wir... Ja, man kann jetzt natürlich auch nochmal speichern. So. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Far Cry 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Also mir macht das Spiel immer noch Spaß. Gut, dass wir es nochmal wieder angefangen haben. Ja, ich werde jetzt das Video noch rendern, weil sonst werden die zu groß, um das hochzuladen. Es dauert die Verarbeitung nachher auch zu lange. Und wenn ich dann wieder Platz auf der Platte habe, so in 10 Minuten, also 21.40 Uhr, dann schauen wir nochmal bei Assassin's Creed Syndicate rein. Machen wir mal 2-3 Folgen fertig und wenn ich Bock drauf habe, dann wird es weiter gezockt. Möchte mir das Spiel einfach mal anschauen. Ist ja bei Uplay Plus, habe ich ja die Flatrate und für 15 Euro im Monat und da kann man einfach mal reinschauen. Ja gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich für 225 Abonnenten. Freut mich sehr. Ja, und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.